Hi und herzlich willkommen zur 20. Bewegung der 24-Tage-Movement-Challenge. Heute geht es darum, den ganzen Körper, vor allem aber auch den Oberkörper zu kräftigen, und dazu tasten wir uns langsam an die Ground Moves heran. Wir kreisen die Hände etwas, um das Handgelenk auszulockern, gehen dann in einen Vierfüßlerstand, heben dann kurz die Knie an, halten kurz diese Position, um den Körper auf die Belastung vorzubereiten und dann wieder absetzen. Und im nächsten Schritt, wenn das gut klappt, können wir bereits ein paar Schritte vor und zurück gehen. Wieder in den Vierfüßlerstand und dann einfach langsam ein paar Schritte nach vorne und wieder nach hinten. Versuche die Bewegung langsam und kontrolliert auszuführen und wirklich die Bewegung ganz bewusst zu machen. Im nächsten Schritt, wenn das gut geht, können wir versuchen, Hände und Beine gleichzeitig anzuheben, also linker Arm, rechtes Bein, immer diagonal bewegen. Und somit wird die Bewegung schon etwas anspruchsvoller und rückwärts genau dasselbe. Wenn du diese Bewegung ein paar Mal vor und zurück machst, wirst du bereits innerhalb kürzester Zeit merken, wie viele Muskelgruppen im Körper du beanspruchst und kräftigst. Und du hast in dieser kurzen Zeit wahrscheinlich mehr trainiert und mehr Muskeln gekräftigt, als wenn du eine halbe Stunde ins Fitnessstudio gehst.